Ja, Leute, ich bin's wieder, Quette Olf, mit einer neuen Folge der Sims 4 Rosebud Challenge. Ich weiß nicht wieso, aber aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen habe ich ein zweites Kind. Wo ich schon mal sage, dass es auch älter werden soll. Das ist engelsgleich. Oder hatte ich sie als engelsgleich? Gleich? Ich hatte sie auch. Oh. Oh, zweimal engelsgleich. Das geht. Das ist nicht gut. Die Kinder dürfen eigentlich niemals gleichzeitig Hunger haben. Ich habe ein Problem dadurch jetzt. Nämlich das altbewährte. Ich brauche zwei Esszimmer. Das ist doch gar kein Problem. Wir haben Montag, yay. Dann sage ich doch mal einfach spielen. Wieso? Ach so. Geschichte erzählen. Papa muss nämlich Garten pflegen und alles verkaufen. Aua. Hand gestoßen. Ach, wir brauchen ja 19. Das ist egal, ob du derzeit eine Pflanze brauchst oder nicht. Sich hinbrabbeln draußen. Ja, das kann ich noch machen. Falls ihr Autogeräusche im Hintergrund hört, tut mir leid. Ich hätte die vorher weitermachen sollen. Ach ja, hier, im Übrigen, ich habe Rosen gefunden. Genau, ich habe Rosen gefunden. Welches Gärtnerlevel sind wir eigentlich? 9 schon. Oh! Ach, unsere Tochter schläft schon. Das erklärt einiges. Ah, die eine Rose ist ein bisschen verrutscht. Du hast noch was. Ich muss meine Hose ein bisschen abwischen. Ah, gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Und dann, brauche ich den noch einmal. Und das mit einer anderen Farbe und so. Das sieht so ein bisschen doof aus. Muss ich erstmal so nehmen. Kann ich aber hier irgendwie. Ja, achso, ich weiß nicht. War das in der letzten Folge mit bei, dass ich hier einen zweiten Turm gebaut habe? Der aber irgendwie absolut nichts gebracht hat. Deswegen, ich würde nämlich sagen, ich reiße das Ding einfach komplett ab. Und mache das als so ein kleines. Ja, keine Ahnung, als so ein kleines Terrassen. So eine kleine Terrasse oder sowas. Da muss ich mir noch was einfallen lassen, was ich hier draus mache. Aber noch ein Turm, weiß nicht, ich würde. Ja, weil ich das jetzt Arbeitszimmer unbedingt haben will. Ich meine, unten im Wohnzimmer, beziehungsweise Esszimmer, da geht's ja auch. Dass ich halt hier nur so dieses Badezimmer immer habe und dann hier so die. Das Kinderzimmer. Halt, stopp, wer wandelt da? Bist du das? Eine Trapez? Ja, du bist eine Trapez. Ich meine, ich muss ja danach nicht mehr gucken, aber dennoch. Was hab ich denn? Ach so, ich. Ja. Ich Depp.
Ich muss wann auf Arbeit sein? Um 9. Das heißt, so ab um 7 muss ich alles andere fertig machen. Ah, okay. Ah, nutze eine Massage. Steh mal schnell auf. Danach noch schnelle Mahlzeit. Unseren altbewährten Joghurt. Mach hinne. Der Junge, wie lange brauchst du denn, um. Du sollst die. Ja, ich mach mit, damit ich befördert werde. Oder bin ich befördert worden? Ich weiß das gar nicht mehr. Auch wenn das nicht so lange her ist, dass ich das gespielt habe, aber ich. Genommen? Was hast du dir genommen? Fertig essen, ja. Musste ja jetzt leider essen. Welche Hinweise habe ich eigentlich zurzeit? Trägt ein Trägertop-Shorts, ist erwachsen. Inspektor Credo, Chefinspektor Colin Rido. Nicht abbrechen, oh, du bist so ein Depp. Ja, hat nützlich niemals gehört. Patrick Kreuz, steh mal auf. Fremde Gefahr? Ja, fremde Gefahr. Hinweis. Zweitlich. Kreativ. Ah, nein. Ich habe immer so ein selten dämliches Talent, meine Zeugenberichte auszuwählen. Warum auch immer. Mir fällt noch ein Hinweis hinzu. Braune Haare. Dann mach hier nochmal. Analysieren Beweismaterial. Mach mal bitte hier nochmal. Ja, du musst mal dich ein bisschen um Moritz kümmern. Ich weiß zwar immer nicht, woher er kommt, aber trotzdem. Ist weiblich, braune Haare, Trägertop, Shorts. Trägertop, Shorts, braune Haare. Erwachsen. Und ist sie ja die einzige, die. Da ist. Eric Beth. Das war jetzt ja schnell gelöst. Was du nicht sagst, ich habe zwei kleine Kinder, wovon ich nicht weiß, woher der eine kommt, aber der ja von mir ist. Kurioserweise. Ich mach sie nicht verstecken. Deutsch noch? Wir machen es mal gleich so. Number 20, Auntie. Oh, yes.
Brito ist okay. Na, lange nicht mehr. Bitte bevor die Zeit abläuft. Hallo. Los. Ich habe schon wieder einen Fall gelöst, oder? Was? Fall abgeschlossen. Gute Arbeit. Wie ein Krimineller weniger auf den Straßen. Ich bin Polizeileutnant. Ich verdiene jetzt 34 Simoleon die Stunde, was ein sehr schlechtes Einkommen ist. Das ist ein Stundenlohn von insgesamt 135, naja, ist trotzdem nicht so prickelnd. Folgenden Bonus: Aktenkiste, Umzugkartons, gut verpackt, wichtige Ordner. Ja, da denke ich mir bei meinen Heftern hoch, die sind nur Dekoration. Polizeifach Recht und Ordnung, Ventilator, Kuss der Arktis, Tischlicht, Vorsicht, 736 Simoleons, meine nächste Schicht beginnt morgen um 8. Das ist nur 9. Um 9. Leutnant Quetto, tanzt du nach der Pfeife deiner Vorgesetzten oder arbeitest du mit deinen Untergebenen zusammen, ich möchte ihm Essen aus Inventar geben. Warum ist das immer alles gemacht, wenn ich nach Hause komme? Das möchte ich machen. Ach so, jetzt braucht er Vergnügen. Vier Fälle lösen. Habe ich schon längst wieder hinter mir. Aufräumen. Mein Garten sieht aus. Für Kleinkinder deaktiviert. Was? Und dir geht's gut soweit? Ja, Energie ist vielleicht ein bisschen. Ja, nimm mal den Ton von Uranier. Geh mal zu Papa Toni. Was hat mit Spielzeugspielen und Engels... Was hat das mit Engels gleich zu tun? Hä? Muss ich nicht verstehen, oder? Nein, nein. Das war ein zweit. Muss ich mal gucken. Das ist also Umgebung. Konzentriertes Dekor. Ja. Ja. Das ist das Wichtige für Kinder. Keine Fenster drin, Kinder total isoliert. Oh nein, ich wollte die Kinder nicht zum Kasperhause-Syndrom erziehen. Hä? Das ist jetzt ein Stuhl weniger. Ernsthaft, weil ich da zusammengeklappt bin. Warum fehlt da eine Tür? Ich bin verwirrt.
habe ich auch ernsthaft die Tür ausgenockt. Wie habe ich das denn jetzt geschafft? Habe ich das Keyboard verkauft? Ich sehe nicht mehr durch. Das ist Garten. Ja, wie schön. Wie schön, dass du den Garten untersuchst. Wie wäre es, wenn du den Garten pflegst? Ja, dann mach Nickerchen. Der Doktor gerade. Jay Hunting Mill. Wir haben lange nicht mehr voneinander gehört, ne? Keine Ahnung. Der braucht schon wieder Spaß. Was ist denn mit dem. Achso, weil ich.